Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Episode von Let's Play Star Wars The Old Republic. Wir befinden uns hier im Hauptquartier des Imperialen Geheimdienstes bei unserem Aufseher und haben den Auftrag bekommen, das Chaos zu beseitigen, denn scheinbar hat eine Terroristengruppe die Dominator zerstört. Das Schiff, auf dem sich Darth Yadus befunden hat, und es heißt, es gab eine Todesquote von 100%, eine Opferquote von 100%. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass Darth Yadus zu 100% voll das Opfer ist. Und das wollen wir auf gar keinen Fall ungestraft davonkommen lassen. Deswegen werden wir dieser Episode alles geben, um Darth Yadus zu rächen und die Terroristen ausfindig zu machen. Also Freunde, schnallt euch an, wir springen rein in die Action. Los geht's! Okay, Freunde, den Weg raus aus dem Geheimdienst wollte ich euch dieses Mal ersparen, denn ihr kennt ihn ja bereits. Doch da, wo wir jetzt hinreisen, das ist zwar auch ein bekannter Ort, trotzdem finde ich, solltet ihr mich dabei begleiten, denn das gehört auf jeden Fall mit dazu. Wir müssen nämlich zum Raumhafen. Der Bestimmungsort. Und der befindet sich direkt hier. Nämlich hier unten, ne, im Süden. Da sind wir schon einmal gewesen, von da kamen wir her. Und dort gehen wir jetzt wieder hin, um dort einen Mausdruiden zu platzieren. Eliminiere die Terroristensöldner ist außerdem eine Bonusmission. Das heißt also, unter Umständen werden wir ein paar von denen über den Weg laufen. Und an denen schleichen wir uns nicht vorbei, denn weil es eben eine Bonusmission ist, beziehungsweise ne, Teil der Mission, werden wir die alle platt machen. Denn die befinden sich hier auf imperialem Gebiet und machen Terror. Haben, wie gesagt, ein Schiff vom Himmel geholt mit auch tausenden Zivilisten, die dabei mit draufgegangen sind. Und das werden wir definitiv nicht ungestraft lassen. Alle, die hier sind, sind definitiv daran beteiligt, an dem, was passiert ist. So, also gehen wir zum Frachthafen. Und dann sehen wir hier die Terroristensöldner. Also, heizen wir ein paar Granaten da direkt drauf. Sehr gut. Irgendwann erwischt es jeden, das ist richtig. Den ersten haben wir erwischt. Den nächsten machen wir auch mal gleich platt hier. Ich weiß nicht, was der... Was sie hier macht? Ich konnte sie zwar vergiften und dann wurde ihr plötzlich schlecht. Oh! Nicht schlecht. Die haut mit einer Vibro-Klinge auf uns drauf. Mit einem, oder besser gesagt, ein Übungsschwert. Was die Jedi und die Sith zur Übung benutzen. Mit sowas sind wir ja vertraut, als jemand, der eben schon im Krieg gekämpft hat. Wir haben sie jedenfalls platt gemacht. Nehmen uns das ganze Zeug mal hier und machen weiter. So, schmeißen wir auch mal hier eine Granate drauf. Sehr gut. Attackieren die anderen. Oh, und jedes Mal werden wir von den Socken gehauen. Und ihr seht, dass die schon ordentlich Schaden anrichten bei uns. Das ist schon echt nicht wenig, was die machen. Aber glücklicherweise ist Kali an unserer Seite, um uns zu heilen. Super, so, jetzt machen wir, verpassen wir der hier nochmal ein bisschen Gift. Dann nochmal hier einen ein schönes Messerchen. So, komm schon. Kann ich sie vielleicht irgendwie... Ja, es blitzt manchmal kurz auf. Seht ihr, dann kann ich mal ganz kurz hinter sie kommen, um sie da anzugreifen. Sehr schön, die ist auch erledigt. Super, wir dünnen also die Horde von denen ein kleines bisschen aus. Ich mache euch ja ganz kurz unsichtbar. Was haben wir denn hier? Die Fracht. Das ist für den Mausdruiden. Moment, bevor wir... okay. Super, wir haben ihn an Bord gebracht und haben jetzt, sag ich mal, den Bonusauftrag nicht wirklich erfüllt, aber das ist nicht weiter schlimm. Wichtig ist nur, dass der Auftrag überhaupt erfüllt ist. Wir können auch direkt zum Aufseher zurück, während der Mausdruide an Bord ist. Ich würde mal sagen, wir verpassen ihm mal ganz kurz hier einen Giftpfeil und stechen die mal noch schnell ab hier wenigstens. So, es kommt auf die Bonusaufträge nicht unbedingt an, das ist nicht wichtig. Es gibt halt nur ein bisschen Bonus-Erfahrungspunkte an so einem Kram. Nicht, dass das irgendwie wichtig wäre. Wichtig ist für mich, wie gesagt, nur, dass wir die Mission schaffen. Alles andere ist halt ein netter kleiner Bonus. Man hätte jetzt hier noch ein bisschen Amok laufen können, noch ein paar von denen erledigen können. Aber das muss nicht unbedingt sein. Wir haben uns einen Weg immerhin freigekämpft und ein paar von denen mitgenommen. Super. Verstehe auch nicht, warum man die Bonusmission dann hinter dem Hauptziel platziert. Aber okay. So. Dann gehen wir zurück zum Aufseher. Das ist ja ein gewohnter Weg. Und ich werde auch noch ein bisschen was zur...
zum Aussehen unserer Charaktere sagen, zur Rüstung und so weiter und zu den Waffen, die wir dann in Zukunft benutzen werden. Ihr wisst ja, ich habe immer vor, das Ganze ein bisschen abzuwechseln, themengerechte Klamotten zu benutzen und so weiter. Einfach, weil das ein bisschen schöner ist, finde ich. Bisschen, wir wollen ja auch ein bisschen Rollenspiel in einem Rollenspiel haben. So, da ist der Aufseher. Hey. Wir haben den Auftrag erledigt. Der Maustruide ist an Bord. Wir können unsere Rache bekommen. Willkommen zurück, Agent. Ausgezeichnete Arbeit da draußen. Ausgezeichnet. Der Maustruide hat den Inhalt des Schiffscomputers übermittelt, Sir. Ich schicke das Militär hin, um die Aufständischen einzukassieren. Wenigstens etwas, das heute gut gelaufen ist. Das Schlimmste scheint vorüber zu sein, aber erwartet erst einmal keine Ruhe. Ich bin bereit, wenn ihr mich braucht. Ich weiß. Und ich werde euch brauchen. Nach Yadus Tod wird es einen Kampf um das entstandene Machtvakuum geben. Wir werden mit einer Hand unsere eigenen Leute abwehren und mit der anderen Terroristen aufspüren müssen. Aufseher, ich empfange eine Übertragung. Jemand sendet eine Holo-Aufzeichnung an das gesamte imperiale Kommunikationsnetz. Die Terroristen wollen also reden. Ich schlage vor, wir hören zu. Ich stelle sie durch. Versuche, die Quelle zu ermitteln. Bürger des Imperiums, hier spricht der Adler. Ich bin hier, um euch zu sagen, dass eure Regierung korrupt ist. Als der Imperator den Vertrag mit der Galaktischen Republik unterzeichnete, versprach man uns eine neue Ära des Ruhmes, wie zu Zeiten der ersten Sith-Dynastie. Stattdessen hat unser Imperium gelitten. Apathische Moffs und boshafte Lords im Rat der Sith ringen um die Macht, während Soldaten in namenlosen Sternensystemen für wertlose Planeten sterben. Typische Terroristenrhetorik. Wächter 2 sucht weiter, woher die Übertragung kommt. Die anderen öffnet sämtliche Unterlagen, die wir zu diesem Adler haben. Habt ihr schon mal von ihm gehört? Wir hören seit Jahren Gerüchte über den Adler, aber wir hätten nie gedacht, dass er zu etwas so Großem imstande wäre. Ein weiterer Fehler. Wer sich für die Reform ausspricht, wird vom imperialen Geheimdienst entführt und gefoltert. Das darf so nicht weitergehen. Das Logistikministerium kann das Signal nicht blockieren. Das ganze Imperium empfängt diese Nachricht. Soeben hat eine Gruppe entschlossener Revolutionäre ein imperiales Schlachtschiff zerstört. 3000 Seelen waren an Bord. Darunter Darth Yadus, ein Lord vom Rat der Sith. Wir entschieden, öffentlich gegen Darth Yadus vorzugehen, damit jeder imperiale Bürger die Wahrheit erfährt. Der Rat der Sith ist nicht unverwundbar. Die Veränderung ist möglich. Wir bereuen das Opfer so vieler Zivilisten, doch es war notwendig. Das Imperium kann dieses bedeutsame Ereignis nicht verleugnen. Der imperiale Geheimdienst kann diesen Aufruf nicht verhindern. Komm zum Punkt, verdammter Dreckskerl. Worauf willst du hinaus? Er kommt zum Höhepunkt. Er versteht es auf jeden Fall, eine Übertragung vorzubereiten. Jetzt kommt es. Das ist der erste Schritt auf dem Weg zu einer besseren Zukunft. Überall im Imperium bereiten unsere Agenten schon einen weiteren Schlag vor. Und noch einen. Wir werden nicht aufhören, bis die Regierung Stärke statt Schwäche wählt, Einheit statt Zwietracht. Wir werden der Wut des Volkes Ausdruck verleihen. Hier spricht der Adler. Übertragung beenden. So, der Feind hat also einen Namen. Kommt ihr damit klar, Agent? Nicht das geringste Problem, Sir. Das freut mich zu hören. Wir haben heute Fehler gemacht. Wir haben den Adler unterschätzt. Wir waren zu langsam bei dem Versuch, die Aufständischen zu stoppen. Wir nahmen an, der Tempel sei das einzige Ziel der Terroristen. Aber ihr habt alle Erwartungen erfüllt und übertroffen. Ihr habt gezeigt, dass ihr mit diesen Leuten fertig werdet. Und ihr werdet uns nun den Weg zeigen. Sir, ich verstehe nicht. Was schlagt ihr da vor? Ihr werdet die Operation anführen, um das Netzwerk des Adlers zu zerstören. Ihr werdet seine Terroristen durch Infiltration, Manipulation und Attentate eliminieren. Ich teile euch einen Rang und eine Bezeichnung entsprechend eurer neuen Stellung zu. Ihr habt keinen Namen mehr. Von nun an seid ihr nur noch Ziffer 9. Wieso denn Ziffer? Ziffern haben kein Gesicht. Sie gehen dorthin, wo sie gebraucht werden und sind, wer sie sein müssen, um den Auftrag zu erfüllen. Ich gratuliere Ziffer 9. Das habt ihr euch verdient. Ziffer 9, ja? Irgendwie niedlich, aber ich glaube, ich nenne euch trotzdem Agent.
Zum Rang gehören gewisse Privilegien wie ein Maß an Unabhängigkeit bei euren Operationen. Ihr könnt eigene Agenten rekrutieren und ihr werdet ein Raumschiff erhalten. Wächter 2, ihr bleibt die Verbindung zur Basis für Ziffer 9. Ich nehme doch an, das stellt kein Problem dar. Kein Problem, Sir. Ich bin froh, weiterhin dabei zu sein. Gut. Fangt an, die Berichte zu kürzlichen Aktivitäten der Aufständischen zu analysieren. Ich will binnen einer Stunde eine Liste aller möglichen Terrorzellen. Der Adler behauptet, in der ganzen Galaxis Agenten zu haben. Wenn das stimmt, werdet ihr viel herumreisen müssen. Ich freue mich schon darauf. Das habe ich mir gedacht. Euer Raumschiff liegt im Raumhafen. Es wurde überholt und aus den öffentlichen Aufzeichnungen gelöscht. Wächter 2 wird euch mögliche Standorte des Adlers und seines Netzwerks übermitteln. Sucht die Ziele in beliebiger Reihenfolge auf. Noch irgendwelche letzten Anweisungen oder war's das? Nehmt euch vor diesen Leuten in Acht, Ziffer. Die Zerstörung der Dominator war keine leichte Sache. Der Mord an Darth Yadus war einfach undenkbar. Aber das ist unser Beruf. Tut, was nötig ist. Viel Glück. Sehr interessant, Freunde. Chaosbeseitigung und wir haben einen neuen Rang, nämlich Ziffer. Den haben wir uns verdient und den werden wir auch annehmen. Wir würden auch hier ein neues Gewehr bekommen, das uns vorgeschlagen wird hier von unserem Auftraggeber, vom großartigen Imperium. Allerdings wirkt mir das ein bisschen klobig und wir werden da ein kleines bisschen nachhelfen. Der Erfahrungspunkteschub ist allerdings sehr herzlich willkommen. Denn sobald wir Stufe 14 sind, was wir bald sind, können wir uns nämlich neue Modifikationen gönnen für unsere Waffe. Und wir drücken jetzt erst einmal hier die K-Taste, können dann damit zur Ausrüstung gehen und den Titel der Ziffer auswählen. Zifferagent, RIS-R, so wie Source wie jetzt, nämlich Ziffer Nummer 9. Außerdem haben wir jetzt hier ein besseres Medipack bekommen. Wir können die auch mal hier alle anlegen. Ihr seht, wir haben rein zufällig auch noch 9 von unseren Anfangs-Medipacks. Das war eine Message. Und alles andere können wir dann später noch verkaufen. Wir werden natürlich entsprechend ausrüsten für unseren neuen Auftrag. Wir sollen das Holo-Terminal unseres Schiffs benutzen. Das heißt, wir haben jetzt ein eigenes Schiff, was absolut mega cool ist. Und das werden wir jetzt gemeinsam anschauen. Mit dem werden wir in der Galaxis rumreisen und Jagd machen auf die Aufständischen. Die wollen, dass das Sith-Imperium Stärke beweist. Einheit statt Zwietracht oder Zwiespalt und so weiter. Und genau das werden wir tun. Wir werden Stärke beweisen. Wir werden zeigen, dass das Sith-Imperium unerschütterlich ist, auch wenn es Anschläge von innen gibt, denn das ist ja das, was die wollen und gegen die Sith können wir eigentlich nicht wirklich etwas tun. Aber die sind ja diejenigen, die das Ganze hier aufgebaut haben, also die machen die Spielregeln und alle, die gegen die Spielregeln verstoßen, sind im Prinzip Aufständische und mit dem, was sie tun, schaden sie eben auch Zivilisten und das können wir nicht dulden. Wir nehmen also jetzt hier nochmal das Taxi und reisen dann hierhin. So, darf Zorits Ankunft. Benutze das Holoterminal deines Schiffs. Das wird sehr interessant, denn weil jetzt Darth Yadus gestorben ist, gibt es eine Art Machtvakuum im Rat der Sith. Das bedeutet, neue Sith wollen eben aufsteigen und sich den Platz holen, den eben Darth Yadus innehatte. Und die wollen dann eben jetzt den Platz haben, ne, in den Rat der Sith rein. Wir sind jetzt hier angekommen, das ist schön und gut, aber wir müssen weiter. Wir wollen ja direkt zur Flotte und die wird uns hier angezeigt. Zum Raumhafen, glaube ich, müssen wir. Denn im Raumhafen finden wir letztendlich unser Schiff. Damit wären wir dann praktisch fertig hier. Wir genießen einfach mal noch hier ein bisschen die vorerst letzten Blicke auf Drom und Kaas. Sie werden ganz sicher hierher zurückkehren. Immerhin ist das hier die Hauptstadt. Das ist der Dschungel von Drom und Kaas, die Bäume. Es gibt auch hier solche Heldenabschnitte, wo ganz viele sehr starke Gegner sind. Das ist dann für besondere Aufgaben, bei denen man eben es nur mit Elite-Gegnern zu tun hat und seltenen Gegnern und so weiter. Dazu aber dann später mehr. Und hier wird der Raumhafen beschützt vor den ganzen wilden Tieren, die unterwegs sind. Und die ganzen Bestien. Okay, super, wir sind angekommen. Und dann gehen wir hier entlang. Schön, den Raumhafen haben wir schon einmal bewundert. Aber dieses Mal sehen wir mit ganz anderen Augen, weil dieses Mal werden wir unser eigenes Schiff hier finden.
Wir springen mal ganz kurz hier runter, gehen dann hier rüber. Oh, das ist der Aufzug ganz hinten. Ich will gut aussehen. Klar, du siehst schon richtig gut aus, Kallio. So. Also hier geht's rein und damit fahren wir dann runter zu unserem eigenen Hangar. Also zu unserem eigenen Schiff. Und dem Hangar, wo unser eigenes Schiff auf uns wartet. Und ich glaube, wir müssen dazu da oben hoch. Müssen wir nicht mehr eine öffentliche Fähre benutzen, sondern können jetzt eben als Ziffer 9 reisen. Alter Schwede, sieht das Ding geil aus. Boah, ich bin verliebt. Ich glaube, das ist das geilste Schiff, das es hier gibt. Oh, wie cool ist das denn bitte? Oh, ich freue mich. Ich will das Ding haben. Ich will jetzt unbedingt da rein und unbedingt fliegen damit und so. Ach, ist das schön. Grandios. Okay, also wir reisen damit einmal um die ganze Welt oder halbe Welt oder so. Ne, ihr wisst schon. Um die ganze Galaxis. Das sieht so cool aus. Hat auch hier seine Kanonen an den Seiten und so. Das hat so was Schnittiges. So. Und wenn wir hier an Bord sind. Wunderschön. Damit sind wir also hier auf unserem Schiff angekommen und ich muss sagen, ich liebe es jetzt schon. Das sieht richtig toll aus und wir haben ein paar Druiden an Bord. Oh, ich grüße Sie. Ich bin 2VR8, das Mädchen für alles auf diesem Schiff. Sie müssen mein neuer Herr sein. Ein netter, freundlicher Herr. Immer schön langsam. Welche Funktion übernimmst du auf meinem Schiff? Ich bin für eine Vielzahl von Funktionen programmiert, darunter unter anderem die Zubereitung von Mahlzeiten, die Schiffswartung, Reinigungsdienste und Etikette. Willkommen an Bord des X-70B Phantom, einem experimentellen Prototypen im Stil einer Luxusfähre, jedoch mit den Kampfmöglichkeiten eines schweren Raumjägers. Sie finden hier alle gewohnten Annehmlichkeiten sowie einen eigenen Kapitänsspind für die Aufbewahrung von Wertgegenständen. Die Astrogationskonsole enthält eine ständig aktualisierte Karte der bekannten Galaxis. Die interstellare Kommunikation wird über das Holoterminal des Schiffs aufgerufen. Wichtige und nützliche Hinweise finden Sie in der imperialen Holonetzkonsole. Und über das Intercom des Schiffs können Sie Ihre Crew über neue Befehle informieren. Haben Sie noch Fragen? Kannst du wenigstens für Sicherheit sorgen, solange ich nicht an Bord bin? Ich bedauere, dass ich sie im Kampf nicht unterstützen kann. Aber mein Gestell würde dem Stress nicht standhalten. Sollten jedoch Probleme auftreten, die unter ihrem überlegenen Niveau sind, zögern Sie nicht, sie mir zu melden. Meine Funktion ist es, Ihnen zu dienen. Wenn Sie bereit sind, aufzubrechen, rufen Sie die Sternenkarte auf der Brücke auf. Sie wird die gewünschten Astrogationskoordinaten programmieren und die Triebwerke aktivieren. Sehr gut. Damit sind wir also hier. Neuer Codex-Eintrag, Raumkampf. Offensivsysteme, Defensivsysteme, das werde ich jetzt nicht alles vorlesen. Das ist allgemein für alle Charaktere irgendwie wichtig. Und eine ziemlich coole Sache, die wir uns auf jeden Fall auch noch, mit der wir uns auf jeden Fall auch noch beschäftigen werden, Raumkampf. Gefällt mir sehr gut. Dann haben wir Kallio, die will mit uns reden. Habt ihr mich verstanden? Imperiale Rationen sind widerlich. Dabei habe ich ein Jahr lang von Maden und Wein für 2 Credits die Flasche gelebt. Wenn die euch nur so ein Zeug geben, ist es kein Wunder, dass ihr alle so steif seid. Ich werde das nächste Mal eine größere Abwechslung für unsere Vorräte anfordern. Nicht mal ein Lächeln. Nur eins verstehe ich nicht. Ihr habt sowas wie Mumm und Stil. Ihr seid nicht genau wie sie. Aber ihr spielt das Schoßtier des Aufsehers und schaltet brav eure Ziele aus, obwohl ihr für sonst wen arbeiten könntet. Ihr habt ja gesehen, wer uns alles vernichten will. Die Republik, Terroristen, Verräter. Irgendwer muss sie ja aufhalten. Ist das euer Ernst?
Das ist süß. Ich bleibe nur lange genug dabei, um unterzutauchen, ein paar Credits zu verdienen und ein paar persönliche Angelegenheiten zu regeln, bei denen ihr mir helfen könnt. Dann bin ich weg. Was genau beinhaltet das? Ich habe mit euren Bossen einen Handel abgeschlossen, als ich an Bord kam. Nichts, worum ihr euch sorgen müsstet. Lasst uns jetzt wieder an die Arbeit gehen, bevor uns die Welt vermisst. Moment, der Handel, den die mit unserem Boss abgeschlossen hat, beinhält der etwa, dass wir quasi für sie Aufträge erledigen oder sowas in der Art? Und ihr irgendwie, ne, wisst ihr, was ich meine? Okay, also, Raumkämpfe. Wenn wir mal hier in unser Cockpit gehen. Ach, sieht das toll aus. Ach, ist das schön. Ich feiere das total. Das sieht richtig geil aus. Hier sitzen wir dann, ne? Und dann haben wir doch links und rechts Leute sitzen. Ich mag einfach die Form dieses Schiffs. Dann gibt es das hier. Das ist so eine Aufgabe. Kommandant Perol, wie ich höre, seid ihr ein begnadeter Pilot. Genau das brauche ich gerade. Die Republik wird immer dreister. Ihre Angriffsstaffeln greifen imperiale Einheiten aus dem Hinterhalt an und verschwinden dann wieder im Weltraum. Wir können kaum mithalten. Wieso riskiert die Republik mit solchen Raumkämpfen den Krieg? Der Krieg steht ohnehin vor der Tür. Ich denke, sie suchen unsere Schwachstellen und bereiten sich auf die Schlacht vor. Ich habe die KS-23 und die Sturmstaffel mobilisiert, aber das reicht nicht. Wir bilden eine exklusive Vergeltungsstaffel, die Streiter des Imperators. Wegen eurer Fähigkeiten nominiere ich euch, um die Staffel anzuführen. Helft ihr unserer Flotte, die Republik zu vertreiben? Jetzt werde ich zeigen, wie man so etwas beim Geheimdienst handhabt. Ich weiß das zu schätzen. Euer Codename lautet Nachtschreck. Ich übermittle die Missionsdaten an euer Schiff. Ihr arbeitet allein, während der Rest der Staffel in der ganzen Galaxis einspringt. Kämpft mit Zorn. Kämpft für das Imperium. Sehr schön. Wir sind also Nachtschreck und haben eine Mission hier im Raumkampf. Dafür gibt es spezielle Belohnungen. Und wir nehmen mal ganz kurz hier Raumkampf. Ich weiß gar nicht, das sind irgendwie mehrere, die man machen kann scheinbar. Ich nehme die mal ganz kurz alle an. Kann ich die nicht hier irgendwie auch direkt starten oder so? Eskorte. Ich muss mal ganz kurz schauen, wo ich die starten kann, diese Missionen. Geht das vielleicht hier? Auf der Sternkarte. Genau, richtig. Dort sind die. Okay, super. Das sind also Missionen, bei denen können wir Raumkämpfe machen. Drom und Kars ist das eine. Das machen wir gleich. Wir sind jetzt also in Drom und Kars. Sollen wir ja mit dem Holoterminal reden. Aber wir machen jetzt erst einmal hier diese Escort-Mission. Reisen dort mal hin. So. Teilnahme an Weltraumeinsatz. G-Beam, Escort oder sowas in der Art. Ich habe das gerade gar nicht richtig gelesen. Nur so aus dem Augenwinkel heraus irgendwie. So, perfekt. Ihr seht hier, mit dem Mauszeiger steuern wir unser Schiff. Und ich weiß gar nicht so genau, ob wir auch irgendwie... Ich glaube, wir können, schießen. Ne, hier, also Raketen können wir schießen. Und wir werden durchgeführt. Ich kann also nicht großartig lenken oder so. Es geht da einfach darum, dass wir dieses Schiff hier beschützen. Vor allem, was uns angreift. Und wir können eigentlich nur hier so ein bisschen versuchen auszuweichen, rumzufliegen. Und wir sehen hier unser cooles Schiff in Action. Ich finde das so toll. Jedenfalls kommen hier die Gegner. Und die müssen wir abschießen. Okay. Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass wir irgendwie... schießen wir ein paar Raketen hier, sehr gut. Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass wir irgendwie gegen irgendwas gegenfliegen oder so. Das ist ziemlich einfach gehalten hier. Es geht alles mit dem Mauszeiger. Aber ihr seht, da ist plötzlich ein Schiff vor uns geflogen. Und auch da können wir auf Dinge schießen. Aber meistens geht es darum, eben die Jäger abzuschießen, damit wir eben unser Ziel hier beschützen können. Das ist das Hauptziel, was wir haben letztendlich. Also die gegnerischen Jäger abzufangen. Und wir sind ja als Agent unterwegs, das heißt alleine. Kann auch mal eine Rakete darauf schießen, seht ihr? Auf diese Teile. Dann hat er nämlich weniger Feuerkraft. So, die Jäger kriegen wir mit dem Laser ganz gut down. Wir müssen auch aufpassen, wenn die auf uns schießen. Wir haben auch Gesundheit, auch Energie. Man kann jetzt also versuchen, die aktiv ein bisschen auszuweichen, ne, den Schüssen. Haha. So, den beschützen wir, ne, auf den schießen wir nicht, ist ja klar, ne, aber auf den schießen wir hier. Sehr gut. Gute Nacht, Leute. Gute Nacht, Leute, definitiv. So, dann nochmal Rakete auf das Geschütz, sehr gut. Wann immer wir irgendwelche Geschütze platt machen können, ist das gut, weil wir nämlich dadurch ein bisschen länger überleben mit unserem Schiff. Wir sind der beste Pilot der ganzen Galaxis. Wir sollen 25 Schiffe zerstören insgesamt. Ihr seht, wir haben 14 zerstört bisher. So, da ist das nächste. Hier ist auch noch ein paar. Wunderbar. Meine Raketen hebe ich mir halt meistens auf für die, diese Teile hier. So, sehr schön. Wunderbar. Die Geschütze, ne? Die schieße ich damit die Raketen kaputt. Weil wir nämlich hier im Kreis herumfliegen und, wenn da irgendwelche Geschütze da sind bei den Teilen, will ich die gerne kaputt machen. Damit die weniger auf unser
auf unseren Freund schießen hier, den wir beschützen sollen. Der ist selbst schuld. So, 21 haben wir, sehr gut. Das sind die nächsten. Wir haben auch nur noch zwei Raketen an Bord, Freunde, weil ich am Anfang ein paar verballert habe. Und ihr seht, das ist eigentlich relativ einfach, aber ich glaube, die Herausforderung nimmt noch zu mit der Zeit. Und ich persönlich mag diese Herausforderung, diese Raumkämpfe, weil die einfach spaßig sind, ne? So, die Mission ist auch abgeschlossen. Sehr schön. Wuhu! Ich glaube, es sind meistens Beschützermissionen, bei denen es eben einfach nur ums Schießen geht. Und ich finde das einfach ein nettes Detail. Ja, das hätte nicht sein müssen, aber man kann sich zwischendurch ein bisschen Zeit damit vertreiben, ein paar Erfahrungspunkte sammeln und hier eben dann ein paar von den Gegnern platt machen. Wir müssen auch noch 34 Sekunden durchhalten. Oben rechts könnt ihr das sehen. 30 Sekunden noch, ne? Wir haben ja die Schiffe, die wir zerstören sollen, zerstört. Also eine Rakete haben wir noch und ich glaube, der sieht auch ziemlich gut aus. Wenn der irgendwie beschädigt ist, ich glaube, der fängt dann an zu qualmen oder sogar zu brennen. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, warum man das erkennt, aber ich glaube, ja, jetzt brennt der zum Beispiel, ne? Aber ich denke, wir sind doch gut dabei. Ich werde die anderen Raummissionen nicht machen, glaube ich. Super. Aber einfach, dass wir ein bisschen Spaß hatten mit unserem grandiosen Schiff. Ich mag das Design. Ich würde mir das wünschen für Galaxy of Heroes. Wir haben auch einen neuen Codex-Eintrag und eine Belohnung bekommen hier. Das ist toll. Ein Abzeichen habt ihr gesehen, ne? Für die Raumkämpfe und Erfahrungspunkte-Schub. Alleine dafür war es das schon wert. Und noch mehr Erfahrungspunkte, die uns jetzt endlich auf Level 14 gebracht haben. Und so kann man eben auch leveln, indem man sowas macht beispielsweise. Ist hier irgendetwas? Hier, ne? Unser Schiff können wir ausrüsten zum Beispiel. Das ist gut. Schiffpanzerung und so, wenn dann die Missionen ein bisschen schwerer werden mit der Zeit. Ich will mal ganz kurz hier reingehen, so. Diese Teile, ich mach die mal weg. Ich verfolge diese Quest jetzt erst einmal nicht weiter, ne? Ihr seht, obwohl die als Stufe 18 angegeben sind, waren die trotzdem leicht machbar für uns. Das Wichtige ist aber, dass wir halt den Erfahrungspunkteschub bekommen haben, weil wir die erste Mission abgeschlossen haben, ne? So. Dann gehen wir mal zum Holoterminal und gucken mal, was da dann gesagt wird letztendlich. Moment, ist hier noch irgendwo eine Aufgabe, eine Quest? Ja, genau, richtig. Wir erstatten mal Bericht. So. Eine weitere Mission, die wir annehmen können. Okay. Wir nehmen die einfach mal an. Sehr schön. Die sind auch immer zeitlich begrenzt und so. Kram. Ich verfolge die erst einmal nicht, ne? Dann seht ihr das auch mal. Dass man das entscheiden kann, welche Mission man folgt und nicht. Dann werden die auch hier oben rechts nicht angezeigt, ne? Erst einmal. So. Nette Kiste. Ich glaube, da ist eine Nachricht für euch auf dem Ding. Runterladen und abspielen. CV9, der Geheimdienst stellt eure Zielliste fertig, aber in der Zwischenzeit haben wir noch eine Formalität zu besprechen. Mit dem Ableben von Darth Yarus ist sein Sitz im Rat der Sith frei geworden. Seine Tochter und einzige Schülerin wird ihn einnehmen, Darth Sarit. Yarus hat eine Tochter? Lord Sarit möchte euch treffen. Reist sofort nach Korriban. Sie hat eure Anwesenheit in der Sith-Akademie autorisiert. Ich war noch nie auf dem ersten Heimatplaneten des Imperiums. Ich schätze, ihr auch nicht, oder? Ich habe mal einen Typen getroffen, der dort Gräber geplündert hat. Er hat seine Zunge an die Sith verloren und dabei wohl noch Glück gehabt. Ist nicht gerade ein Ort für mich. Ruft mich einfach, wenn ihr etwas braucht. Ich sehe mal nach, was sie alles in der Lounge haben. Keine schlechte Idee. Auf jeden Fall sollen wir jetzt nach Korriban reisen, dem Ursprungsplaneten der Sith, auf dem wir hoffentlich ein bisschen mehr über die Sith lernen werden. Doch bevor wir das machen, werden wir uns entsprechend kleiden, Freunde. Und dafür habe ich etwas vorbereitet, um euch das mal zu zeigen. Nämlich, wenn wir jetzt hier in unser Charakterfenster gehen, dann sehen wir meine Ausrüstung. Meine Ausrüstung hat ja hier, neben dem Helm, den ich ausgeblendet habe, ne, seht ihr, so, hat meine Ausrüstung ja verschiedene Modifikationen. Weil wir Level 14 sind, können wir auch neue Modifikationen kaufen, die wir dann noch hier reinballern werden. Das heißt, bevor wir nach Korriban fliegen, machen wir wahrscheinlich nochmal einen Zwischenstopp auf der imperialen Flotte. Was ich getan habe, ist hier beim Designer verschiedene Stile vorzubereiten. Beispielsweise haben wir gerade den Stil unserer Offiziersklamotten, ne? Und wenn ich jetzt hier auf die 2 drücke, zack, habe ich mich sofort umgezogen zu unseren Spezialausrüstungsklamotten. Das Geile ist, wir haben nur das Aussehen unserer Rüstung überlagert mit den Einheiten, mit den Spezialeinheitenklamotten, unseren Einsatzklamotten sozusagen. Und trotzdem sind aber immer noch die Werte und die Modifikationen von dem Ding hier aktiv, damit ich nicht ständig Modifikationen hin und her rumschieben muss, wisst ihr?
Und ich habe außerdem noch ein drittes Set vorbereitet. Das ist dann das hier. Das, was wir hier getragen haben, um uns als rote Klinge auszugeben. Und das wird dann praktisch unsere Tarnidentität sein, falls wir eine Tarnidentität brauchen. Das hier ist dann eben unsere Offiziersklamotten, wenn wir als Offizier unterwegs sind. Und das hier halt eben unsere Einsatzklamotten, wenn wir eben als imperiale Spezialeinheit unterwegs sind. Okay? So viel also erst einmal dazu. Außerdem, da wir jetzt durch die Galaxis reisen, macht es Sinn, wenn wir ein einfaches, verlässliches Blastergewehr haben. Und dafür habe ich uns das hier besorgt. HZ-77 Feuersturm Blastergewehr, das wir jetzt eben als Hauptwaffe tragen werden. Ihr seht, das ist einfach nur in schwarz gehalten. Kein unnötiger Schnickschnack, keine großartigen Lichter, die an dem Ding rumblinken. Und es funktioniert aber dafür immer 100% verlässlich. Und außerdem wirkt das auch noch dann gut, wenn wir in unserer Uniform unterwegs sind. Nicht zu groß, nicht zu klobig, nicht zu schwer. Lässt sich sehr gut mittragen und auch hier mit unserer Tarnidentität passt das ebenfalls sehr gut dazu. Und das werden wir jetzt erst einmal als Hauptwaffe mit benutzen. Ich glaube, da wir durch die Galaxis reisen, macht es auch am besten Sinn, jetzt so rumzureisen mit unseren Pilotenklamotten und unserer Spezialeinheitausrüstung. Denn es können ruhig die Leute wissen, dass wir eine imperiale Spezialeinheit sind, aber eben, dass wir ein Agent sind. Agent Ziffer 9 oder 009 mit der Lizenz zum Töten, wissen eben nur Eingeweihte. Das Gewehr, das wir vorher benutzt haben, war das hier, Karabiner der Roten Klinge. Und dieses Gewehr ist vermächtnisgebunden. Das bedeutet, wir können das jedem Charakter geben, den wir erstellen. Und ich darf es aber nicht wegwerfen, weil ich das über meine Sammlung nicht rufen kann. Also werde ich das dann, wenn wir auf der imperialen Basis sind und mir dann eben neue Modifikationen besorge, dann werde ich das hier eben entsprechend, wisst ihr, ne, hier also anpassen. Natürlich habe ich damit gemeint, mein Gewehr zu verstauen und genau das habe ich getan. Ihr seht, hier gibt es einen Händler-Druiden, bei dem wir den ganzen Schrott verkauft haben und dort drüben ist ein Spind. Dort können wir dann letztendlich unsere Sachen unterbringen und da habe ich das Karabiner der Roten Klinge untergebracht und da ist es auch sicher. Ich war trotzdem aber auf der imperialen Flotte offscreen, ihr wisst ja schon, wie die aussieht, und habe uns ein paar Modifikatoren besorgt, Modifikationen, wie auch immer. Und das heißt, wir sind jetzt bereit, nach Korriban zu reisen. Modifikationen beinhalten unter anderem, dass ich hier für unsere neue Hauptausrüstung, ja, habe ich überall verbesserte Modifikatoren reingemacht, die eben dafür sorgen, dass wir bessere Werte haben. Außerdem unser Gewehr einen besseren Lauf bekommen von 7 Beherrschung und 5 Ausdauer auf 8 Beherrschung und 6 Ausdauer. Damit ist auch das ein bisschen stärker geworden. Wir haben jetzt also hier dieses super coole neue HZ-77 Feuersturm Blaster Gewehr und im Designer können wir jederzeit wählen, auf unsere, wisst ihr, auf Offiziersklamotten oder unsere geheime Identität als ein Pirat beispielsweise, ja, oder halt eben hier die offiziellen Klamotten einer Spezialeinheit, mit der wir jetzt eben nach Korriban reisen. Und das machen wir in der nächsten Episode. Vielen lieben Dank, Freunde, dass ihr mit dabei wart und hoffentlich bis dann. Möge die Macht des Sith Imperiums mit euch sein.